Yes, yes, here we go. Einen wunderschönen guten Mittag, ihr Lieben, und willkommen zu der blauen Edition von Pokémon, die allererste Generation mit nur 151 Pokémon. Ja, beziehungsweise 150. Wir spielen hier das Ganze auf dem Super Nintendo Entertainment System und mit dem Super Game Boy Modul habe ich mir nämlich besorgt, um mal ein paar Let's Plays damit zu machen, ein paar Game Boy Spiele zu spielen. Das Ganze entwickelt von Game Freak 1995 bis 1999. Und ich würde sagen, wir starten auch schon gleich. Das ist die deutsche Version. Und wir würden sagen, erstmal Optionen angucken. Oh, das war die falsche Taste. So. Texttempo, ja gut, können wir ruhig schneller machen. Kampfanimation an natürlich. Wechsel, Folgen, Kampfstil. Perfekt. Haben wir das Ganze und wir starten. Hallo, herzlich willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Eich. Man nennt mich den Pokémon-Professor. Diese Welt wird von Wesen bewohnt, die man Pokémon nennt. Für manche Leute sind Pokémon Haustiere. Andere tragen Kämpfe mit ihnen aus. Ich selbst habe mein Hobby zum Beruf gemacht und studiere Pokémon. Pokémonologie. Wie lautet dein Name? Blau, Gary John. Natürlich heißt er ganz klassisch Arsch. A-S-H. Da war mal immer das Lustige. Richtig, der Name ist Ash. Dies ist mein Enkel. Von jeher wollt ihr einander übertrumpfen. Wie war noch gleich sein Name? Natürlich war der Name Gary. Denn wer kennt zunächst Ash und Gary? Mittlerweile gibt es ja auch eine Pokémon-Version, glaube ich, wo die als Damen spielen. Als Hauptcharaktere Damen sind, deswegen. Gary, stimmt, es lag mir auf der Zunge. Klar, alles klar, Bruder, wir legen los. Ash, eine unglaubliche Reise in die Welt der Pokémon erwartet dich. Eine Welt voller Wunder, Abenteuer und Geheimnisse. Kurz gesagt, ein Traum wird wahr. Und damit welcome to the jungle. Oh, man sieht gar nicht im Boden, das ist ja mega. Ja, genau, man kann hier irgendwie mit diesem Pokémon-Modul. Ich weiß jetzt nicht. Ah ja, genau. Tada. Ich würde nämlich sagen, wir lassen das Ganze so. So, so, so. Oh, das ist super. Das sieht. Genau, so ist perfekt. So, perfekt. So, wir starten jetzt hier ganz klassisch in die Welt der Pokémon. Und tut mir leid, wenn ich nicht mehr das weiß, was es damals alles gab. Ich spiele Super Nintendo. Oh, ein Super Nintendo. Wow. Okay, die Reise kann beginnen. Wow. Das sieht natürlich auch aus wie eine Gamecube. Er schaltet den PC ein, Item aufnehmen, ablegen, wegwerfen. Ausloggen natürlich. Gut, dann gehen wir mal nach unten. Und gucken, was im Fernseher läuft hier. Im Fernseher läuft ein Film. Vier Jungen laufen einen Bahngleis entlang. Wow, den Film kenne ich schon. Ich mache mich besser auf den Weg. Gut, reden wir nochmal mit der Mutter. Einfach weiterklicken. Oh, richtig. So. Ach Mann, was mache ich denn hier? Das ist natürlich immer die blöde Sache, wenn man hier auf B, auf A drückt, dann spricht man die ganze Zeit immer mit den Charakteren. Haus von Ash. Diese Idylle. Schön umschalten als hier. Oh. Eich, warte. Geh nicht raus. Jetzt kommt er. Hallo, Professor Eich. Professor Eich. Draußen ist es gefährlich. Wilde Pokémon leben im hohen Gras. Du brauchst eigene Pokémon, um dich zu schützen. Komm, folge mir. Ein Käffchen bei mir. Opa, ich will nicht länger warten. Gary, lass mich nachdenken. Ach, richtig. Ihr solltet ja zu mir kommen, wartet. Einen Moment. Hier, Ash. Dort liegen drei Pokémon. Haha. Sie befinden sich in den Pokébällen. In meiner Jugend war ich ein engagierter Pokémon-Trainer. Jetzt, da ich alt bin, habe ich nur drei Pokémon übrig. Aber ich gebe dir eines ab. Wähle. Halt, Opa. Und was ist mit mir?
Habe ein wenig Geduld, Gary. Auch du sollst eins bekommen. Okay, dann können wir uns eins aussuchen. Ich war ja immer der klassische Shiggy-Spieler, ne? Weil mit denen hast du halt alles gekriegt hier. Aber Bisasam ist natürlich auch nicht schlecht. Oder Glumanda, ne? Und Glurak ist natürlich auch. Aber dadurch, dass wir ja die blaue Version spielen, Bisasam ist auch nichts so für mich. Dadurch, dass wir die blaue Edition spielen, nehmen wir natürlich das Shiggy, eine Mini-Kröte, Gewicht und Größe 0,5 Meter, einen halben Meter groß und Gewicht 9 Kilo. Ein Panzer ist adaptiert, bla bla bla. Möchtest du Shiggy das Wasser-Pokémon? Ja. Dieses Pokémon ist wirklich energiegeladen. Natürlich hatten wir jetzt den Shiggy. Möchtest du Shiggy einen Namen geben? Nee, möchten wir nicht. Natürlich darf sich jetzt der Gary, der Gute, auch was aussuchen. Und zwar wäre ja klar, wenn er sich ein Feuer-Pokémon nehmen würde, dann würden wir ja einen auslöschen. Deswegen nimmt er natürlich den Bisasam. Denn Gary erhält Bisasam. Bisasam. So. Oh. Warte, Ash, lass uns unsere Pokémon testen. Komm schon, ich fordere dich heraus. Wenn ihr so ein kleines Brummen im Hintergrund hört, vielleicht manchmal, das liegt an der Super Nintendo und an dem, nicht an der Super Nintendo, sondern an dem Adapter, den ich da habe. Ich lasse das Ganze nämlich über dieses RGB-Kabel in den Splitter laufen und der ist nicht gerade so teuer. Muss ich mir nochmal einen neuen holen. Gary, setz Bisasam ein. Löschel. So, wir machen natürlich Tackle. Weil das sollte es auch anderes geben. Und Rutenschlag und so ein Scheiß. Lass ich jetzt erstmal. Oh. Was ist denn hier los? Ich glaube, wir verlieren. Heuler. Komm schon. Komm schon, Shiggy. Komm, du darfst nochmal angreifen. Ja. Bididi. Ist natürlich ganz klassik hier. Pokémon damals gesuchtet ohne Ende auf Autofahrten, Urlaub gefahren, Pokémon gespielt. Pokémon war damals die Welt in meiner Zeit. Wenn wir uns Game Boy Pocket bekommen, habe ich heute noch das Teil. Ist aber leider kaputt, glaube ich. Aber sowas wird vorher nicht weg, ne? So, dieser Saar macht jetzt, glaube ich, das letzte Mal Tackle. Wir haben noch 6 KP. Und wir machen jetzt hier. Das wird natürlich jetzt. 3. Aber ich glaube, den holen wir uns. Natürlich, Bisasam wurde besiegt. Shiggy erhält 67 KP. Nee, EP und Shiggy erreicht Level 6. Was? Unmöglich. Ich habe mir das falsche Pokémon ausgesucht. Ich habe selber dran schuld, ne? 175 Poké-Dollar haben wir gekriegt. Okay, ich werde meine Pokémon trainieren, damit sie stärker werden. Ash, Opa, wir sehen uns später. Er ist natürlich der arrogante Schnösel, der natürlich alles erreicht. Oh. Alles erreicht in seinem Leben. So. Den anderen müssen wir ja nicht schreiben. Reden, schreiben. Gehen wir nochmal in das Haus von Gary. Kann mit der Mutter reden. Hallo Ash, Gary wartet im Labor. Gibt doch eine Karte oder war das falsch? Gut, natürlich, müssen wir jetzt erstmal hier hoch. Oh nein, das erste Pokémon wartet auf uns. Wir haben kein Leben. Ein blindes Radfratz. Oh, wir haben Leben. Stimmt, ja. Ja, natürlich flüchten wir erstmal. Denn es ist jetzt halb so wild. Ach, herrlich, diese Musik. Das habe ich immer gehasst hier. Da kommen nämlich dann immer Pokémon, wenn der sich daneben stellt. Da musst du einen weiteren Weg laufen. Dieses Verfahren kenne ich ja nicht, was die damals gemacht haben. Ich habe ja auch mal mit dem RPG-Maker so ein paar Spiele gemacht und habe das auch so eingestellt, dass die Monster nach so und so vielen Schritten kommen. Ich denke mal, so hat früher Nintendo auch gearbeitet oder Game Freak, je nachdem. Wir müssen jetzt natürlich Pokédex holen hier im Supermarkt. Hey, kommst du aus Alabastia? Professor Eis schickt dich, oder? Seine Bestellung ist angekommen. Holst du das Paket für ihn ab? Ash erhält Eispaket. Natürlich, alle Pokémon-Fans wissen, was es ist. Und nein, es ist nicht ein Robocopter oder eine Drohne, sondern ein... Ja, ihr werdet schon sehen, Freunde. Ihr werdet schon sehen. So.
hier überall rüberhüpfen. Und Freunde, das war's oder soll's gewesen sein. Wir hören uns beim nächsten Mal in der neuen Folge.